Deine Region braucht dich. Unter diesem Motto öffnete am Freitag und Samstag das Berufsschulzentrum Wittenberg seine Pforten und lud Schüler und andere Interessierte zur Ausbildungsmesse. 47 Unternehmen und Einrichtungen waren gekommen, um sich und ihre Ausbildungsplätze vorzustellen. Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass der demografische Wandel auch im Landkreis Wittenberg akut wird. Wir brauchen die jungen Leute in der Region. Wir sehen mit einer gewissen Sorge, dass immer mehr junge Leute in Altbundesländer abwandern, bedingt auch noch durch möglicherweise fehlende Anreize bei Ausbildungsplätzen. Wir haben im Moment die demografische Situation der geburtenschwachen Jahrgänge zu Beginn und Mitte der 90er Jahre, die auch dafür sprechen, dass es zukünftig immer schwieriger wird, Auszubildende zu bekommen. Wir haben inzwischen eine Situation, dass wir einen Fachkräftemangel in der Region sehen. Und das hat uns natürlich auch dazu veranlasst, dafür Sorge zu tragen, eine Plattform zu schaffen, wo wir den jungen Leuten die Möglichkeit geben, sich zu informieren, sich zu orientieren und dann möglichst natürlich eine Lehrstelle innerhalb unserer Region, unseres Landkreises zu finden. Qualifizierte Auszubildende für verschiedene Bereiche suchen auch die Stadtwerke in jedem Jahr aufs Neue. Also wir haben insgesamt 12 Auszubildende. Davon bilden wir jedes Jahr in der Fachrichtung einen aus, also jedes Jahr 3, die wir neu einstellen. Die Fachrichtungen sind Anlagenmechaniker, Elektroniker und Bürokauffrau oder Bürokaufmann. Um einen Ausbildungsplatz bei den Stadtwerken, der Bäder- und Freizeit GmbH oder dem Kommunalservice zu ergattern, sollten die Bewerber einen Realschulabschluss mit guten bis sehr guten Noten haben und natürlich ordentliche Bewerbungsunterlagen abgeben. Wie die aussehen, wurde auf der Ausbildungsmesse ebenso gezeigt wie die richtige Kleidung für das Vorstellungsgespräch. Im Mittelpunkt standen aber natürlich die Inhalte der verschiedenen Berufsfelder und wer könnte die besser vermitteln als die Azubis selbst. Wir haben natürlich auch die Ausbildungsleiterin mit vor Ort, aber mitunter ist es ja sinnvoll, dass die Auszubildenden die Sache selber gestalten, weil man auch unter den Jugendlichen sicherlich eine andere Sprache spricht und weniger Berührungsängste hat bei Sorgen oder Fragen, die dort auftreten. Und wir hoffen und glauben, dass wir mit dieser Besetzung hier vor Ort zumindest die eventuellen Befindlichkeiten, die da möglicherweise bestehen könnten, nehmen können, den jungen Leuten. Das Interesse am Freitag und Samstag jedenfalls war groß. Schüler und Unternehmen kamen ins Gespräch und genau das war das Ziel der 13. Ausbildungsmesse in Wittenberg.